Gute und herzlich willkommen. Heute seht ihr die neue Folge des Linienblocks ausnahmsweise mal ohne Sverne, der Terminprobleme hat. Dafür habe ich aber Jonas dabei. Das heißt, ich muss keine Selbstgespräche führen, sondern kann wunderbar auf die Expertise von Jonas bauen. Wir werden jetzt sprechen über das Spiel des SV Darmstadt 98 gestern am Ostersonntagabend gegen den VfL Bochum. Vorab nochmal die Bitte Aufruf, wenn euch der Lilienblock gefällt und die Heinerstube vor allem, unterstützt uns. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, uns zu abonnieren. Ihr könnt uns aber auch finanziell unterstützen. Das hilft uns auch immer wieder weiter für Equipment, Software und ähnliche Sachen. Die Informationen dazu findet ihr in den Anmerkungen zu diesem Video oder auf www.lilienblock.de. Ja, gestern, wie gesagt, Sonntagabend, ungewöhnlicher Termin an Ostern und die Lilien sind nach Bochum gefahren mit großen Hoffnungen. Es sind die Wochen der Wahrheit, die jetzt anstehen. Ja, und dann waren wir, glaube ich, mal wieder etwas überrascht von der Startformation, oder? Wie siehst du das, Jonas? Ich war eigentlich gar nicht überrascht. Also es war ein klassisches 4-4-2, wie wir es die Wochen jetzt auch schon gesehen haben. Mit dem Wissen, dass Brad Manu jetzt schon länger im Mannschaftstraining ist und auch mit dem Wissen, dass er sich ganz gut präsentiert hat, war es keine Überraschung, dass er irgendwann zurückkommt. Eine kleine Überraschung war es, dass er direkt in der Startelf spielt, das gebe ich zu. Und ansonsten gab es keine Überraschungen, würde ich sagen. Also sowas wie Müller auf Rechtsverteidiger ist halt eine Variante, die auch in dieser Saison nicht immer ganz gut funktioniert hat, aber die man dann anhand von mangelnden Alternativen wohl spielen musste. Ich schätze, Matze Bader war noch nicht ganz fit, dass er Startelf spielen konnte. Deshalb waren jetzt keine großen Überraschungen für mich in der Startaufstellung. Ja, also Manu hat mich schon überrascht, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, auch weil es da andere Leute gegeben hätte, die möglicherweise über rechts hätten kommen können, wie zum Beispiel Justwan oder sowas, der dann eher zentraler gespielt hat. Ja, ich fand, das war so ein typisches Manu-Spiel. Der war wuselig und unkonventionell, um es mal so zu sagen. So richtig viel ist ihm nicht gelungen. Aber auf jeden Fall, man hat gesehen, dass er ein belebendes Element sein kann. Ein bisschen überrascht, ich hätte tatsächlich eher mit Maglica gerechnet in der Innenverteidigung als mit Isherwood. Und ja, das war so die Aufstellung. Ansonsten eben, wie du auch gesagt hast, die rechte Außenverteidigerposition Bader war noch nicht so weit. Deswegen war Yannick Müller eigentlich so der Einzige, der da noch hätte spielen können, oder Clemens Riedel, das wäre genau das gleiche Risiko gewesen. Ja, ansonsten mussten ja eben auch Spieler wie Holland oder Franjic ersetzt werden. Das hat dann sicher auch dazu geführt, dass da so ein bisschen zusammengewürfelt wurde. Aber es war halt mal wieder eine neue Formation hinten drin und ja, führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass sich die Mannschaft hinten einspielt. Ja, und dann ging es eigentlich ganz los für die Lilien, oder wie fandst du das, Jonas? Ja, also die ersten Minuten waren Sache. Also die ersten Minuten haben mich sehr überzeugt. Da hat man auch direkt den, ich denke mal, Spielplan gesehen und die Begründung, warum man nur spielt. Wir haben erstmal relativ gut gestanden und dann ging es in den ersten Minuten oft per One-Touch-Klatsch steil nach vorne, sehr vertikal. Und das sah in den ersten Minuten teilweise wirklich, wirklich gut aus. Wir haben es nicht immer ganz gut ausgespielt, aber es war wirklich, es ging schnell, es ging vertikal, es war präzise, es lief eigentlich ganz gut. Dann noch dieses Abseitstor, wo auch, weiß ich nicht, ob das Abseits sein muss. Ich bin generell jemand, die Abseitsregel finde ich mittlerweile mit VAR nicht mehr ganz zeitgemäß, weil wo ist der Vorteil darin, wenn jemand so ein Stück mit der Schulter weiter ist? Das ist kein Vorteil meiner Meinung nach. Es wird ja diskutiert, ob man dann irgendwie der ganze Körper muss vor dem Verteidiger sein oder sonst was. Da muss man sich vielleicht ein bisschen was überlegen, weil sind wir ehrlich, das ist kein großer Vorteil, vor allem weil der Verteidiger so weit wegsteht, dass auch der eine Zentimeter, der nicht im Abseits gewesen wäre, dann wäre genauso vorteilhaft gewesen. Deshalb ja, aber das Abseitstor war auch halt eben sehr schnell und vertikal gespielt.
ruhig und mit Übersicht gespielt von Oscar Wilhelmsson, der dann rüberlegt. Und ja, keine Ahnung, am Ende einfach schade, dass es nicht zählt, war gut rausgespielt. Und ja, weil es nicht zählt, kam Bochum dann danach besser ins Spiel, schätze ich. Ja, also zu dem Abseits war auch, es war wirklich Abseits, aber wenn du es bei, also ich habe es nur bei der Zone gesehen und es war so knapp, es war wirklich, also verdammt wenig, aber es Genau. war Abseits, das ist keine Diskussion, aber da haben wir, vor dem VAR wäre das niemals beanstandet worden. Also das Genau. wäre wirklich, das ist halt, das ist irgendwie der Fluch, den wir mit dem VAR haben, dass wirklich viele Sachen, die früher einfach nicht gepfiffen worden wären, weil sie so knapp waren, dass die mittlerweile gepfiffen werden, dass das Spiel unterbrochen wird, dass das gewartet wird, dass du dann nicht weißt, ob du jubeln kannst oder nicht, dass oft zurückgenommen wird. Das ist schade. Ich glaube, unterm Strich hast du mit dem VAR natürlich weniger krasse Fehlentscheidungen, aber ob der Spieler damit gewonnen hat, ist eine Sache. Es gibt einfach noch immer zu viele Szenen, die zu knapp sind, die auch nicht eindeutig sind. Gestern, das war eindeutig, aber es war knapp. Es gab noch ein paar Szenen gestern, wo ich mir dachte, oh, das gab auch schon. Also später gab es irgendwann einen Foul von, ich weiß gar nicht, wer es war, Lucia oder so. Der, war es Justwahn? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war irgendwie in Ja, ich glaube. Minute 8 oder so, der dem auf den Fuß steigt. Und in dieser Wiederholung und Zeitlupe sieht das immer viel extremer aus, als es in Realgeschwindigkeit im Endeffekt ist. Und da dachte ich mir so, das ist zwar kein Rot. Aber dafür gab es schon Rot. Das ist das Problem, was beim VAR halt oft existiert, dass die Genau. gleichen Sachen unterschiedlich bewertet werden, Woche für Woche. Ja, Ja, also. du hast eine Handspielregel, die in jedem Spiel irgendwie anders gewertet wird. Da ist keine klare Linie zu erkennen. Auch der Schiedsrichter gestern nebenbei bemerkt, der hatte keine klare Linie. Der hat mal Sachen gepfiffen, die hat er laufen lassen, als wären wir in England. Mal hat er Sachen gepfiffen, die weiß ich nicht, warum er die pfeift. So, das war kein, das na, Ja, generell also gestern. Komisch. wir. Ich glaube, wir können noch ewig über den VAR sprechen, aber was du sagst, tatsächlich diese nachträgliche Beurteilung von Foulszenen, das finde ich das ist echt gehört in die Abteilung Fluch vom VAR, weil tatsächlich sieht das in der Wiederholung, wenn du das dreimal anguckst, sieht das schlimmer aus. Wir hatten ja auch schon vor 2 Jahren diese Szene mit Jasula in Bremen, wo er dann nachträglich vom Platz gestellt wurde, nachdem er erst gelb gesehen hatte. Solche Sachen, das ist einfach, das ist Mist. Wenn du das fünfmal anguckst, dann kannst du sagen, das ist immer schlimmer, ist immer schlimmer. Wie gesagt, gestern war Pech, aber es war jetzt keine krasse Fehlentscheidung. War Pech. Ja, nee, Ja. aber generell. In den ersten Minuten fand ich dann generell neben dem vertikalen Spiel hat man auch gut den Spielplan gesehen. Die neben Oscar Wilhelmsson, die drei Offensiven, Skarke, Honsack, Manu, waren sehr fluide. Da taucht mal ein Skarke rechts auf, dafür geht Manu dann in die Spitze, ein Honsack in der Spitze, dafür ein Skarke links. Hat sich alles gut getauscht, war sehr unberechenbar gerade. Mit dem Faktor Braden Manu und diesem fluiden Rotieren in den offensiven drei Positionen sah das in den ersten Minuten besser aus, als es dann im Endeffekt war in der ersten Halbzeit, denke ich. Ja, hast du eine Erklärung, was der Bruch dafür sein kann? Ich fand auch wirklich, die Linien sind gut ins Spiel gekommen. Auch Skarke hat danach bei der Zone gesagt, ja, die ersten 10 Minuten ungefähr waren ganz, ganz ordentlich, aber irgendwann war Bochum deutlich stärker, hatte mehr vom Spiel. Den Linien ist nicht mehr so viel gelungen, ist Ja, schwer zu also erklären, aber hast du eine Idee? irgendwann hat Darmstadt einfach aufgehört, so zu spielen wie in den ersten Minuten. Es ging dann nicht mehr so schnell und vertikal nach vorne. Man hat eher versucht, anders zu spielen. Man wurde öfter unpräzise, gerade auch durch die Bedingungen. Wobei ich sagen muss, in solchen Bedingungen, jeder, der mal Fußball gespielt hat, es macht doppelt so viel Spaß, Fußball zu spielen. Aber weil der Rasen so nass und flutschig war, wird da halt jeder kleinste unpräzise Pass bestraft. Und das ist dann was, was immer häufiger vorkam. Man hat immer öfter so kleine Fehlpässe gespielt. Und dann ist man in so einen Strudel geraten, in dem man seine Ballbesitzphasen nicht mehr gut ausgespielt hat. Und Bochum hat es dann auch gut gemacht. Bochum kam ins Spiel. Ich glaube, die haben nochmal einen kleinen Push dazu bekommen, dass das Abseitstor eben nicht gegelten hat. Und was die dann im Endeffekt gemacht haben, war unsere rechte Abwehrseite ganz oft auszuspielen. Ich glaube, die haben Yannick Müller schon als kleinen Schwachpunkt ausgemacht und haben dann die rechte Seite immer wieder mit zwei oder drei Leuten überlagert und haben angefangen, Doppelpässe zu spielen. Ja, Anfi Adjei hat einen
gutes Spiel gemacht und der wurde halt immer wieder in Szene, der ist angedribbelt, hat einen Doppelpass gespielt und hat Müller hinterlaufen und da kommt Müller dann halt mit dem Tempo einfach nicht mit. So, das hat Bochum dann gemacht und ja, dann kam irgendwann das 0 zu 1, wo man auch Völlig sagen verdient. muss, ja, also war zu dem Zeitpunkt verdient. Standardtore sind immer so eine Sache, ne? Standardtore verdienen, aber es ist halt wieder ein Standardgegentor für Darmstadt. Wobei ich auch sagen muss, da kommt Isherwood nicht ganz ins Kopfballduell gegen Hoffmann. Das fand ich, da sah nicht gut aus. Schon pariert dann noch sehr gut. Und ja, der Abpraller, da schaltet Hoffmann dann einfach schneller, beziehungsweise ist dann halt einfach irgendwo ein bisschen Unglück, dass der Abpraller dann genau dahin geht. Ja, so kassiert man halt wieder mal ein Standardgegentor. Ja, sehr ärgerlich, wie du auch gesagt hast, Isherwood hat Hofmann, der natürlich auch unglaublich schwer in den Griff zu bekommen ist, aber in der Szene einmal nicht in den Griff bekommen und beim zweiten Mal ja, war Hofmann auch wieder schneller als Isherwood, da war er auch noch bei seinem Gegenspieler Isherwood. Also da sah er unglücklich aus, sonst wie immer Herz auf den Platz gelassen, aber in der Situation sicher sehr unglücklich. Wobei man ja auch sagen muss, es gibt mit Sicherheit einfachere Aufgaben als Philipp Hoffmann bei einem Standard zu verteidigen. Ja, und Philipp Hofmann ist ja auch, habe ich geschrieben, auch nochmal nachgeguckt. Darmstadt ist sein Lieblingsgegner. Er hat schon damals mit dem KSC immer getroffen und ich glaube, er hat gegen keinen Verein mehr Tore geschossen als gegen Darmstadt. Das war jetzt, glaube ich, waren gestern Treffer 8 und 9, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also, ja, wie gesagt, gerade gegen Hofmann, Darmstadt gegen Hofmann ist immer sehr negativ für Darmstadt. Ja, Ja. wobei ich auch sagen muss, dann noch zu dem Gegentor. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Takuma Asano, der dann noch bei dem Schuss von Hoffmann auf der Torlinie von Darmstadt steht. Ich meine, er greift nicht aktiv ins Spiel ein, aber ich hab schon gesehen, dass da über Abseits di diskutiert wird, weil Torwart-Irritation oder sonst was. Also es Ja. gab ja schon in der Geschichte, vor allem der Bundesliga, ganz komische Abseitsentscheidungen von passivem zu aktivem Abseits, blablabla. Hätte man vielleicht noch mal drüber schauen können, aber im Endeffekt ist das für mich dann okay, dass das kein strafbares Abseits ist. Ja, sehe ich auch so. Ich habe auch kurz gezuckt. Wenn er den berührt hätte, natürlich, dann wäre es abseits gewesen. Also er hat ja auch nicht irgendwie bewusst zurückgezogen oder sowas. Dann auch schade, aber ich denke, für mein Empfinden war Schuhn auch da zu weit weg, um da noch irritiert Schon war zu werden. schon geschlagen, so. Ja, genau. Ist in der ersten Halbzeit noch was passiert, außer dass Bochum Oh, in der ja weiter ersten Halbzeit dominiert? ist ganz viel passiert. Ich habe mir einmal, da läuft Bochum wieder mit Tempo an und ich sehe einen Julian Lustwan mit 2 km/h über den Platz schleichen. Da hatte ich eine Krawatte. Da wurde ich kurz aggressiv. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn ich Jusban so über den Platz latschen sehe, möchte ich ihm hinterher treiben, damit er endlich mal anfängt zu rennen. Ja. Ich muss generell sagen, Jusban, wenn man jetzt aufs Scoresheet guckt, denkt man sich, boah, zwei Vorlagen, der muss ja einen aufgespielt haben. Der Kerl ist zwischen Genie und Wahnsinn. Der hatte in diesem Spiel 2 Aktionen und das waren die 2 Vorlagen. Der Ja. arbeitet defensiv nicht mit, da reißt defensiv so viele Lücken, geht nicht in Zweikämpfe, läuft nicht. Das war defensiv, der hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann offensiv hat er 2 gute Aktionen. Schwierig. Schwieriges Spiel von Jusvan, das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Ist dir auch Und aufgefallen, diese Lücken, die es gerade im Darmstädter Spiel gab? Also man ist vorne draufgegangen und dann war irgendwie lange, lange nichts und Bochum hatte viel Raum. Bochum hatte viel Raum, ja, aber ich muss auch sagen, also Terence Boyd war ja bei DAZN Co-Kommentator und ich weiß nicht, wie oft er erwähnen wollte, dass in der Mitte des Darmstädter Spiels Platz war, aber er hat es oft getan. Den Ja. hat Bochum aber nicht genutzt, weil Bochum immer über die Außen gespielt hat, vor allem über links. Deshalb fand ich das jetzt gar nicht so schlimm, dass in der Mitte so viel Platz war. Ich fand defensiv, es war in der ersten Halbzeit ein Spiel mit offenem Visier. Man hat versucht, mutig zu spielen. Auch wenn Terence Boyd sich bei DAZN darüber echauffiert hat, dass man nur in einem Mid-Block stand und nicht über den ganzen Platz Mann gegen Mann gepresst hat. Aber es war vollkommen okay. Ich weiß nicht, ob es gewollt war, aber es war ein offenes Spiel. Es war in gewisser Form risikoreich. Aber es war jetzt nicht so, dass Bochum uns in der ersten Halbzeit
vom Platz gespielt hat, weil wir sie haben machen lassen, was sie wollen. Sowas nicht. Und ja, keine Ahnung. Und zu Just Van nochmal, Leihspieler sind bei mir immer so ein Thema. Bei Just Van bin ich mir Stand jetzt nicht sicher, ob er für die Mannschaft spielt oder für sich. Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum, aber gerade gestern in dem Spiel hat er für mich den Eindruck gemacht, als würde er nicht für die Mannschaft spielen, sondern dafür, dass er im pro Spiel einmal jemanden tunnelt und ein bisschen gut aussieht offensiv. Gut, Soll ja. jetzt kein Vorwurf sein, aber es war gestern einfach kein glücklicher Tag von ihm, denke ich. Ja, so wie du sagst, halt zwischen Genie und Wahnsinn, ne? Also das ist Ja. wirklich, die beiden Vorlagen waren großartig und ansonsten war aber auch wirklich noch Luft nach oben. Ob das jetzt wirklich so ist, natürlich will er sich auch irgendwie in den Vordergrund spielen, aber ob er da jetzt nur für sich und nicht für die Mannschaft spielt, lassen wir mal dahingestellt. Ja. Leihspieler. Dann wären wir schon. In der ersten Halbzeit gab es doch kurz vor der Pause eine Möglichkeit von, ich glaube, Klara oder sowas, der da Ja, im Strafraum war. zählt in die Kategorie, war eine Chance, aber war jetzt keine. Ja. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die in den Highlights auftauchen wird. Ja. Ja, es war generell in der ersten Halbzeit, muss man sagen. Ich glaube, XG hatten wir in der ersten Halbzeit 0,14 laut SofaScore und Bochum fast 1. Erste Halbzeit war nicht unsere starke Halbzeit, dazu kommen wir dann auch gleich, aber die zweite sah da deutlich besser aus. Ja, und dann machen wir in der zweiten Halbzeit weiter mit Live-Spielern. Zur Pause wurde Braden Manu ausgewechselt und es kam Gernot Holtmann, Leihgabe aus Bochum, der sich gleich extrem unglücklich eingeführt hat. Also generell kann ich sagen, ich verstehe den Wechsel nicht. Wenn man jetzt sagt, okay, Manu war irgendwie noch angeschlagen und bei dem langt es nicht, ist okay. Aber Manu hat für mich in der ersten Halbzeit nicht so wahnsinnig schlecht gespielt, dass man ihn hätte runternehmen müssen. Und Holtmann hat die letzten Argumente, ich weiß nicht, wie er im Training aussah, aber er hat die letzten Wochen keine Argumente dafür gesammelt, dass man ihn zur Halbzeit bringen muss. Der hat nie überzeugend gespielt, sagen wir es mal so. Und ja, kann sein, dass er vorher zu Lieberknecht kam und gesagt hat, hier Thorsten, gegen Bochum würde ich dann schon gern spielen, das verstehe ich ja dann auch. Und ja, vielleicht war er deswegen halt auch ein bisschen übermotiviert, dann diesen Ball vom 2 zu 0 zu retten. Und das zeugt für mich von, ja, du hast vielleicht Motivation. Aber das, was ich immer sage, ist, Motivation bringt dir nicht viel, wenn du keinen Fußball-IQ hast. Der muss doch wissen, also der muss doch gescannt haben, dass hinter ihm, wenn er diesen Ball jetzt holt, wahnsinnig viel Raum ist und da kein Darmstädter steht. Ja. Das Ja. muss der einfach wissen. Deshalb. Ja, er war vielleicht motiviert, diesen Ball zu holen, aber das geht dann für mich auf Volkmanns Kappe. Ja, also muss man sagen, finde ich auch, ja. Also das war wirklich extrem ungeschickt und der ist jetzt auch keine 19 mehr, der müsste dann auch den Erfahrungswert haben, dass er eben so eine Situation dann wahrnimmt. Ja, Ja. und dann kam die Flanke und Hofmann köpft ihn rein. Ich Schon steht weiß auch nicht, nicht gut im Tor. wie. Ja, genau, das Stumm war, war nicht wollte ich gut gerade fragen. positioniert. Ich habe auch gedacht, boah, ist der nicht vielleicht doch haltbar? Ja, also wir lassen die Frage mal offen. Wobei man auch sagen muss, also da Fragezeichen hinter der Situation bei Schuhen. Ansonsten hat der Ein gestern wahnsinnig ein gutes paar Spiel geile gemacht. Bälle gehalten, wirklich. Also Riesenkomplimente und ohne den hätten die Lilien auch 5-0 verlieren können. Also Ja, das. definitiv. Also Marcel Schuhn war gestern in Contention zum Lilienspieler des Spieltags, würde ich sagen. Einer, den man definitiv in den Ring werfen kann. Genau, gestern einige Situationen gehalten, hat er ja danach dann bei DAZN auch noch im Interview gesagt, dass er froh ist, einige Situationen gehalten zu haben, die dann auch zu Gegenangriffen geführt haben und die dann nicht im Nichts verlaufen sind, gerade in der zweiten Halbzeit. Genau. Aber beim 0 zu 2 sah er nicht so gut aus wie in anderen Situationen an dem Tag. Das kann man, denke ich, dann schon sagen. Ja, Genau. Und das dann ist. waren für mich die Lilien eigentlich tot. Also ich habe Ja, bis genau. zur 60. Minute habe ich gedacht, okay, scheiße, das war's. Dann gab es dann noch die mindestens eine Chance zum 3 zu 0 für Bochum, die sie dann haben liegen lassen. Und ich dachte wirklich, okay, das ist jetzt der Abstieg. Aber das muss man vielleicht auch sagen, dass die Mannschaft halt
Außer im Augsburg-Spiel, was wirklich ganz katastrophal auch von der Dramaturgie gelaufen ist, Ja. sich die ganze Saison nie aufgegeben hat. Also das ist, und das dann das Tor zum 2:1 aus dem Nichts kam ein bisschen, aber dass die Mannschaft weitergespielt hat, dafür Also echt gut, wir hatten Respekt. ja vorm 2 zu, also es gab ja noch, Und sag also was. generell stimme ich dir zu, nach dem 2 zu 0 war die Mannschaft, bis 2 zu 0 hat der Mannschaft den Stecker gezogen, dann hat auch jeglicher anfänglicher Mut gefehlt und das war, man hat gemerkt, dass die Köpfe anfangen zu rauchen, so ein bisschen, fand ich. Und dann kam die Umstellung, dann kam diese Wechsel. So, da kam alles rein. Seidel, Polter Ja. und das war's, oder? Bin gerade unsicher, einen Moment. Bader kam später noch für Skarke. Also, aber Genau, Polter und Seidel Entschuldigung, kamen die rein. Wechsel kamen aber nach dem 2:1, ja? Also, das ist erst hat Skarke das Tor gemacht. Und dann hat Stimmt, ja. Lieberknecht alles nochmal wirklich auf eine Karte gesetzt und eben die beiden langen Stoßstürmer gebracht und ja, wie gesagt, alles auf eine Karte gesetzt. Später musste Skarke noch runter, aber ja, also zum 2:1, geil gespielt von Just Wann, muss man sagen. Und Der Pass Skarke war sich ein stark, bisschen ja. Glück gehabt, dass er durch, glaube ich, zwei Spieler durchgeschossen hat, aber trotzdem verdammt gut gemacht. Also. Ja, also man hatte ja auch in Minute 55 war das, glaube ich, vorher noch eine Chance, wo Honsack den Abschluss nimmt und man mit drei Leuten kontert. Da war auch, muss ich sagen, war gut ausgespielter Konter. Ist okay, dass Honsack sich da den Abschluss nimmt. Rechts wäre, glaube ich, auch noch Holtmann frei gewesen. War auch schon ein guter Ansatz. Und ja, dann kam eben das Tor. Problem vor dem Tor war halt ein bisschen, dass man so auf Konter gespielt hat. Man hat Oskar Wilhelmsson gefühlt nicht ganz so ins Spiel bekommen, wie man es sich gewünscht hätte. Und ja, dann bei dem Tor muss ich auch sagen, zieht Honsack dann stark noch den Gegner weg, versucht sich dann links noch ein bisschen abzusetzen, damit Skarke freie Schussbahn kriegt und dann war das einfach stark gemacht, ja. Ja, dann wie gesagt, alles auf eine Karte und Belohnung. Hast du das Tor von Wilhelmsson gleich als Tor gesehen? Also ich habe einen Moment gebraucht. Ich dachte, der Ball wäre im Außennetz gewesen. Also weil Nee, ich dachte ich nicht, dass hab's. Riemann den reinlässt, habe ich mir irgendwie erstmal nicht vorstellen können. Aber also nachdem ich dann den Jubel gesehen habe, dachte ich, oh, der ist ja doch am Tor. Ja, nee, ich hab's durchaus gleich gesehen. Muss auch generell sagen, es gab da noch eine Phase, wo Bochum 1, 2, 3 gute Angriffe gespielt hat. Es war nicht so, dass wir dann auf einmal übermächtig waren, aber ich muss sagen, Christoph Klara hat an dem Tag auch ein wirklich, wirklich gutes Spiel gemacht. Erneut, ich glaube, gegen haben wir in die Heiner Stube davor haben wir ihn, glaube ich, auch nochmal gelobt, wenn mich nicht Gegen alles Bayern hat er täuscht. auch sehr, sehr Genau. engagiert gespielt. Ich glaube, eine nicht so gute Szene gehabt. Aber man hat tatsächlich gemerkt, nach der Denkpause, die er wirklich, die er verordnet bekommen hat von Lieberknecht und die wirklich, also wo nichts vorgefallen ist, die nur sportlich bedingt war, hat er, glaube ich, einiges abgestellt von dem, was ihm vorgeworfen wurde. Und ich finde auch, dass er wirklich da nochmal stärker rausgekommen ist und Ja, in den letzten ich Spielen finde wirklich gut gespielt sogar hat. nicht nur, dass ihm die Sachen, die er vorgeworfen bekommen hat, stärker gemacht wurden, sondern auch seine Stärken noch stärker wurden. Ja. Er ist gefühlt noch zweikampfstärker, wirft sich noch mehr in die Bälle, das macht er wirklich gut. Und ja, genau, dann kamen noch die Wechsel. Wir haben dann umgestellt von unserem 4-4-2 oder 4-1-3-2, was auch immer, in eine Dreierkette, in 3-4-3. Mit dann später Bader, aber am Anfang noch Skarke auf rechts und links Holtmann und Karic, Müller und Klara im Aufbau. Das war dann ganz okay. Ich habe mich erst gefragt, so okay, was ist der Spielplan? Wollt ihr jetzt wirklich über Außen spielen und flanken bei den drei Stürmern? Dann dachte ich mir so, ich weiß jetzt nicht, ob Skarke und Holtmann die großen Flankenspieler sind. Aber es hat dann im Endeffekt gut gemacht. Wir sind angelaufen in so einem X, in so einer X-Formation mit zwei Stürmern, einem offensiven Mittelfeldspieler. Das war dann im Prinzip Oskar Wilhelmsson und zwei Ja. dahinter. Was wirklich gut war, weil Bochum mehr oder weniger genau mit diesem X aufgebaut hat. Das heißt, wir haben die da mehr oder weniger Mann zu Mann zugestellt. Das hat uns dann gut gelegen. Und dann gab Matthias Bader endlich sein Comeback, der dann auch noch ordentlich gespielt hat auf rechts. Und ja, das 2:2, was dann fällt, das war richtig, richtig stark von Oskar Wilhelmsson. Riemann hat mit Sicherheit Mitanteile an diesem Tor.
Aber der Ball war auch stark geschossen. Ich weiß, also man sagt Stürmern immer so, man soll eigentlich so genau über die Schulter von Torhütern schießen. Und der Ball war so hier ungefähr, so an der Schulter. Da den Arm irgendwie hochzureißen, das ist wirklich, wirklich höchste Kunst. Und es sieht unglücklicher aus, als es ist. Es ist kein Ball, den man halten muss. Klar, es ist dann irgendwie Torwartecke, aber der Abschluss ist auch wirklich, wirklich stark. Und ja, langsam hege ich Zweifel, dass wenn Oskar Wilhelmsson so weitermacht, im nächsten Jahr noch Spieler von Darmstadt 98 ist. Ja, schauen wir mal. Also er hatte noch Vertrag bis 2026. Ansonsten würde man damit endlich die, also ich würde mir wünschen natürlich, dass er bleibt. Ich glaube, er würde nächste Saison die zweite Liga, von der ich immer mehr ausgehe. Da würde er, ist er Kandidat für den Torschützenkönig, wenn das so weitergeht. Aber und wenn er gesund bleibt, natürlich auch, das muss man sagen. Ansonsten würden die Lilien natürlich richtig Asche für ihn bekommen, wenn sie ihn verkaufen würden. Vertrag bis 2026, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und 26 oder 27 sogar kann sein, irgend sowas, ja. ja, Und also ja. schauen wir mal. Das ist vielleicht auch nochmal ein eigenes Thema. Also wurde jetzt auch viel gesprochen über Marvin Melem, ob der gehen wird oder nicht. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Heiner-Stube auch schon als Thema. Also müssen wir abwarten, was sich da Ja. entwickelt. Aber der Verein wird sicher auch den einen oder anderen Spieler verkaufen müssen, um Geld einfach einzunehmen. Und wenn das aber dann gut reinvestiert wird, dann ist das einfach ein normales Geschäft des Fußballs. Und das, was auch die Verantwortlichen, wenn man mit Rüdiger Fritsch zum Beispiel spricht oder früher auch mit Behlmann gesprochen hat, sie müssen einfach Ablösesummen generieren. Und man sagt auch immer, ja, und Augsburg oder Freiburg oder Mainz, die haben es auch so gemacht. Die haben auch immer wieder gute Spieler verkauft, viel Geld damit gemacht, das Geld reinvestiert, wieder die Spieler verkauft dann später. Und letztlich machst du so denn den Gewinn. Und nicht über die Zuschauerzahlen. Das muss man einfach auch Ja, sagen. das ist so. Und ja, genau, vor dem 2:2 war wieder ein starker Pass von Yusvan. Der Kerl macht mich fertig. Zwischen Genie und Wahnsinn, deutsche Nabil Bentaleb, Schalker wissen, wovon ich rede. Es, ja, keine Ahnung, es waren zwei glückliche Situationen und ja, ich bin ja froh, dass er dann zwei Vorlagen gemacht hat, die wirklich stark waren. Und dann kommt Darmstadt nach dem 2:2 auch nochmal zu Tor Chancen. Ich denke, die größte war die Jasuda-Chance nach einer Ecke, wo Oh. er komplett frei stand. Und es tut mir leid. Und den musst du besser machen. Wie Terence Boyd bei der Saison gesagt hat, der hatte sogar Zeit, den mit der Brust anzunehmen und zu schießen. Der stand Ja. ja vollkommen Ja. blank. Und es war ein schwieriger Kopfball, da Druck hinterzunehmen, zu bekommen. Aber selbst wenn du keinen Druck dahinter bekommst, der war so frei, dann muss der halt einfach platzierter sein. Der Ja. ging ja mitten auf den Torwart. Und Jasula hatte dann nochmal eine Chance nach einer Ecke, glaube ich. Das war jetzt keine Chance, wo ich sage, ja, muss er besser machen. Aber Chancen waren da dann auch nochmal, das 3:2 zu erzielen. Ja, und ich habe mir dann längere Zeit gefragt, hier, wir wollen doch gewinnen, sag mal, wo bleibt denn eigentlich der fünfte Wechsel? Wollt ihr nicht nochmal frische Beine haben? Ja. Er kam dann in Minute 90. Willkommen zurück, Clemens Riedel. In dem Spiel keinen großen Impact mehr gehabt, aber ja. Ich hätte dann tatsächlich auch Tobi Kempe gebracht, eher. Also jetzt einfach, wenn nochmal ein Standard kommt, dass du dann Spieler hast, der den Ball gezielt auf einen der großen Stürmer da vorne spielen kann. Also das hat mich dann auch ein bisschen gewundert, dass Kempe wirklich die 90 Minuten auf der Bank saß, aber gut, Das wundert mich in dieser Saison häufiger. Ich denke, mit Kempe nehmen wir uns eine Stärke. Ich finde den jetzt auch, abgesehen von seinen Standards, wenn er spielt, nicht so wahnsinnig schlecht, dass ich sagen würde, der Kerl hat nichts drauf außer Standards. Er spielt meistens wirklich ordentlich. Ja, auch nicht die verständlichste Entscheidung bei mir, vor allem da Clemens Riedel dann nochmal ein defensiverer Wechsel ist, vor allem ja, für genau. Justwan, der Kreativspieler sein soll. War vielleicht nicht der krasseste Wechsel, vielleicht wollte Lieberknecht erstmal dann noch auf Sicherheit gehen, von wegen nicht, dass wir noch ein 3:2 kassieren und dann ganz ohne Punkte dastehen. Ist, ja, der Wechsel ist jetzt kein großer Fehler, über den man ewig diskutieren muss, aber ja, dort Bochum kam ja dennoch auch dann nochmal gegen Spielende zur Chance und ich glaube, Lucia in der 86. Da lässt Kevin Stöger, Karic und Isherwood. Nee, Karic und Justwan waren es. Justwan auch defensiv sprechen dann wieder dargelegt. Lässt die dann. Kevin Stöger habe ich ja Lilienblock vorher als Schlüsselspieler ausgemacht. Zu Recht, hat er in dem Spiel gezeigt.
Und ja, der Lisan Karic und Jus van aussehen wie F-Jugendspieler. Das war wirklich nicht schön. Defensivverhalten war nicht ganz da. Und dann steht Lucia da frei. Und Schun hält dann erneut stark. Da kann sich die Hintermannschaft dann in dem Fall wirklich wieder bei Marcel Schun bedanken. Und ja, dann ansonsten muss ich auch sagen, das, was Just war, nicht zurückgearbeitet hat, hat Oskar Wilhelmsson in dem Spiel zurückgearbeitet. Wie oft ich Oskar Wilhelmsson im eigenen 16er habe grätschen sehen, ist für einen Stürmer viel zu. Da würde ich mich ja fast aufregen, dass er zu viel mit nach hinten arbeitet. Das war, muss ich auch dann positiv genau herausstellen. Und ja, nach der Umstellung waren wir stark, auch das Gegenpressing. Und ja, in der 92. Minute hat Bochum, glaube ich, nochmal eine Chance, wo Schwun auch wieder stark hält. Und so landen wir am Ende bei einem 2 zu 2, über das man sich nicht großartig beschweren kann. Ich glaube, es war gerecht. Man hätte mehr rausholen können, man hätte aber auch weniger rausholen können. Ja, was machen wir mit dem 2 zu 2? Es ist für mein Empfinden trotzdem zu wenig für den Klassenerhalt. Also das, Ja. ja, wir haben jetzt, ich habe, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 20 Spiele ohne Sieg und das ist einfach, sie müssen mal wieder gewinnen und sie müssen auch solche Spiele gewinnen und ja, es ist rechnerisch noch immer möglich. Ich habe einen viel diskutierten Beitrag mit Rechenspielen gemacht, wie der SV Darmstadt 98 sogar noch den direkten Klassenerhalt schaffen kann. Das ist jetzt auch angesichts des Restprogramms nicht Ja, ausgeschlossen, Stefan, das war aber Quatsch. man muss einfach mal gewinnen. Und so, also mittlerweile glaube ich einfach auch nicht mehr, dass sie gewinnen können. Also das ist, vielleicht glaubt das auch die Mannschaft irgendwann mal nicht mehr, weil sie wirklich es geht einfach nicht mehr. Und wie gesagt, es ist toll, dass sie nach dem 0 zu 2 wiedergekommen sind, aber so man kann trotzdem weiter diesen Satz, der hat weiter Gültigkeit. Der letzte Punch, der letzte Schritt, das letzte Stückchen, das fehlt einfach. Das fehlt diese Saison und deswegen wird es vermutlich nicht reichen, obwohl es auch nach diesem Spieltag weiterhin noch möglich ist. Ja, ich stimme dir da komplett zu. Rechenspielchen sind so eine Sache, ne? Ich bin ja im Endeffekt auch Fan. Ich habe auch irgendwann mal den Kicker-Tabellenrechner angeschmissen und mir gedacht, oh, ist ja noch möglich. Da habe ich aber auch gewettet, dass wir gegen Bochum, Köln und Mainz gewinnen und die irgendwie nicht gewinnen. Die sind ja, Mainz und Köln sind ja auch aktuell gut in Form, muss man so sagen. Und in dem Fall halt auch besser in Form als wir. Und ich stimme dir zu, als Fußballer, jeder, der mal Sport gemacht hat, wird es wissen. Wenn du in so einer Negativspirale steckst, brauchst du jede Woche ein paar Prozent mehr, um da rauszukommen als die Woche davor. Und ja, ich saß, glaube ich, schon vor 3 Wochen hier und habe gesagt, ja, komm, verkauft euch noch gut, wir sind abgestiegen, ist jetzt nicht das Ende der Welt, ist okay. Ja, deshalb, ich muss auch sagen, die große Frage, die ich mir dann nach dem Spiel gestellt habe, ist, warum, also nachher ist man immer schlauer, klar, aber die Frage ist, warum schon wieder 4-4-2? Das ist für das, was wir erreichen wollen, eigentlich viel zu konservativ, meiner Meinung nach. Weil Terence Boyd hat es ja auch in bei DAZN die ganze Zeit gesagt, mit sicher stehen kommst du nicht viel weit. Wenn du in der Absolut. Situation steckst, wie in der wir immer stecken, dann musst du versuchen, mutig zu spielen, mutig anzulaufen, alles drum und dran. Und dann stell doch nächste Woche gleich von Anfang an auf das 3-4-3, was in der zweiten Hälfte gegen Bochum wirklich gut funktioniert hat. Ist natürlich alles immer ein bisschen gegnerabhängig. Aber generell, stell nächste Woche ein bisschen offensiver auf gegen Mainz, ich weiß nicht. Einfach so, dass man nicht hinten drin steht und auf Konter lauert, wäre schon schön. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war Marvin Mehlem kurz nachdem er nach seinem ersten Wadenbeinbruch zurückgekommen ist, gab es eine Medienrunde und hat er gesagt, boah, der Trainer hat gesagt, wir müssen All-In gehen und das finden wir alle richtig gut, All-In zu gehen. Ich habe dieses All-In bis jetzt nicht wirklich erkannt, aber genau das, wenn noch irgendwas drin sein soll, dann müssen sie All-In gehen und du hast das Mainz-Spiel erwähnt, das wird ja ganz, ganz entscheidend und ich glaube eben auch nicht, also da kannst du nicht auf Unentschieden spielen, das ist einfach, das ist es nicht, ja, also das Ja. müssen sie gewinnen. Und wenn sie das nicht gewinnen, dann sieht das zappenduster aus. Ja, aber lasst uns positiv bleiben, den Kopf hochhalten und gucken, was die Woche noch passiert. Ja, also ich bin soweit fertig. Hast du noch irgendwas, Jonas? Frohe Ostern, Ja, kann man, glaube frohe ich, denke ich mal Ostern. sagen. Und das nächste Woche dann wieder hoffentlich auch mit Sverre. Bleibt gesund. Wie gesagt, halte den Kopf hoch und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, mach's gut.